Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main im Herzen von Europa in meinem wunderbaren kleinen Liedchen. An einem fantastischen Tag und schaut, was ich euch mitgebracht habe, die 60335 aus dem Jahr 2022. City-Serie, ganz genau so ist es, ein Bahnhof. Ja, fast, würde ich sagen. Also, wir haben einen Bus dabei, wir haben ein Zwei-Wege-LKW, wir haben einen schienengleichen Bahnübergang, ist der absolute Knaller. Wir haben 6 Figuren, knapp 900 Teile, 80 Euro Liste. So ist es. Diese 80 Euro Liste sind tatsächlich etwas vom Bestand. Darüber muss man tatsächlich reden. Denn dieses Set ist Amazon-exklusiv. Und ich bin mir noch nicht sicher, wie ich dazu stehe. Denn ich ärgere mich natürlich, dass es nur bei Amazon gelistet ist, denn die reduzieren das Ding nicht. Die sind ja nicht doof. Warum sollten sie es tun? Lego verkauft es immer zum Listenpreis. Was sollen sie machen? Sie haben es exklusiv. Ja, die rühren keinen Finger. Vielleicht mal 5 Euro runter. So, mehr passiert da nicht. Wenn das Ding im freien Handel, hätten wir 30-40% Rabatt drauf, wie auf den Rest von Lego. Auf der anderen Seite kann ich Amazon natürlich verstehen. Lego hatte immer nur Gruselpartner. Jetzt haben sie Müller und Amazon als Partner für so Teilexklusive. Sets, das sind beides Händler, die wissen, wie es geht. Und die Versager gehen ja langsam weg. Dementsprechend, Amazon sagt wahrscheinlich, die verkaufen Masse, sie wollen gute Sets, sie haben da mal das hier bekommen. Und Bahnhöfe gibt es ja sowieso bei Lego quasi nie. Auch das ist kein Bahnhof. Also deswegen, ich ärgere mich darüber, dass der Preis nicht für uns passt. Auf der anderen Seite kann ich verstehen, dass Amazon sich das schnappt. Und jetzt kommt noch was besonders Bitteres für uns. Das ist, würde ich sagen, also in dem Preissegment, das einzige City-Set, das irgendwas taugt. Und das ist dann exklusiv. Aber ist doch unglücklich, oder? Sind wir uns einig? Aber gut, dafür kann das Set eigentlich erstmal nichts, beziehungsweise der Designer von dem Set, der was mit diesem Budget gemacht hat, der kann nichts dafür. Wenn ich jetzt sage, dass das ein gutes Set ist, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, hab den Blick, dass ich es mit anderen Lego City-Sets vergleiche. Nicht mit der sonstigen Welt um uns herum, in der 80 Euro für das natürlich ein Schock sind. Ja, vollkommen klar. Wir sind tief im Thema, wir sind bei Lego City. In diesem Thema ist das ein guter Deal. Ich möchte mich da richtig verstanden sehen. Problematisch ist natürlich, wenn man jetzt sagt, andere City-Sets für 150 Euro wie das Doppellooping gehen bis auf den Preis runter. Dann würde ich immer noch sagen, dass das das bessere Set ist. Aber natürlich hätte ich hier gerne 60 oder 55 Euro im Markt. Das heißt, hier reden wir wirklich über den Preis, den ihr auch zahlen müsst, wenn ich vom Listenpreis spreche. Großer Unterschied bei City ja zu sonstigen Themen. So, genug über den Preis geredet und über die Exklusivität. Sprechen wir über das Set. Hier gibt es zwei, drei Sachen, über die ich mich sehr freue. Die möchte ich besprechen. Ein paar Sachen finde ich City-typisch. Gucken wir mal, das ist die Box. Standard kleine Box. Nichts Wahnsinniges, so eine flache. Da seht ihr ein bisschen was. Ist natürlich hier wieder... Das S ist echt... Das ist... Ach, im Serviervorschlag. Das ist Roadplate. Abenteuer der Rückseite. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Also wirklich nichts. Das ist einfach nur nochmal ein paar Bilderchen. Es ist so dünn, da kann sich ja nichts an Funktionen verstecken. Wir haben hier drin eine Anleitung und Aufkleber und so ein Zeug. Ich habe es gar nicht ausgepackt, ich habe es digital gebaut. Ich finde es aber sehr schön, dass sie das beilegen. Wer weiß noch wie lange. Und das ist übrigens mein Adventskalender, den hinten so ein bisschen versteckt sind. Ich sag's mal. Ist jetzt schon ein bisschen spät, aber super Adventskalender. Super Bild. Ist ein bisschen Schokolade dahinter. Und wenn ihr das bestellt, ich nehme an, auf Wunsch von Amazon hat Lego das in mit einer Verpackungseinheit von 1 verkauft. Das heißt, es kommt in so einer braunen Box einzeln. Was sonst eigentlich eine Sache ist, die nur so die Gärten von den Jago City 7741, die sind so verpackt. Oder die großen Supersportwagen, die sind so verpackt. Und dieses 80 Euro City Set ist so verpackt. Dafür kann es Amazon natürlich direkt so verschicken. Brauchen keine Umverpackung mehr, also das ist natürlich sinnvoll. Und was ja sonst ein Thema manchmal ist, wenn man es bei Amazon kauft, ein Lego-Set, dass die ja wie bei einem Staubsauger einfach hier draußen den Versandaufkleber draufpatschen. Was ja auch sinnvoll ist, aber es gibt ja Packungssammler. Grüße an euch. Ich bin Händler, mich interessieren Packungen nur so weit, dass ich das Set nicht rabattieren muss, weil der Kunde sagt, das Set, die Verpackung ist beschädigt, aber ich schmeiße alle Kartons weg. Habe für sowas keinen Platz. Genau, also das nur meine Info. Ihr bekommt es normalerweise, so wie ich es jetzt erlebt habe und rumgefragt habe, immer in dieser Einzelumverpackung, was natürlich das Set in einem sehr, sehr guten Zustand bei euch ankommen lässt. Aufkleber, ja. Wir haben hier ein paar Ersatzteile, irrelevant. Wir haben hier einen wertvollen Teiletrenner, diesmal in Türkis. Wir haben noch ein Ersatzhelmchen hier für den Kollegen. Und Aufkleber, das ist ein City-Set.
Für Fünfjährige, vielleicht bis 7 oder 8 oder sowas. Da sind Aufkleber, okay. Machen wir es kurz. Jedes Detail an dem Set ist eigentlich mit dem Aufkleber gelöst. Natürlich hätte es für mich mehr Wertigkeit, aber die Kinder haben Spaß, die kleben die Dinge schief auf und es ihnen wurscht, also was soll's. Bei City Sets reg ich mich über die Aufkleber nur auf, wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich gruselig ist und dann sage ich, und nicht mal bedruckt haben sie. Vor allem, sie können es ja bei 4 Plus und so weiter, aber egal. City hat Aufkleber, damit kann ich leben. Das ist das, was ihr jetzt bekommt. Einmal kurz die Übersicht. Ihr bekommt einen netten kleinen Bus. Ich habe schon was. Da sind Sachen im Bild. Das geht ja gar nicht. Ich kriege hier, sehe ich so eine Kante. Zeige ich euch gleich, was das war. Wir haben hier diesen 2-Wege-LKW und wir fangen natürlich mit den Figuren an. Und dafür brauche ich immer gerade ein bisschen Platz. Es sind 6 an der Zahl. Das ist eine stabile Gesamtmenge. Es sind absolut normale Figuren. Alle sehr fröhlich. Yay! Es ist ein großartiger Tag. Kollege hat sogar bedruckte Beine. Sie hat ja auch noch mal ein paar Deko-Sachen drauf. Ansonsten sind es Figuren, die ist, was, also nichts, was uns überrascht. Kennen wir alles soweit. Alles ganz in Ordnung. Druck ist okay. Schwierig ist immer, wenn sie was versuchen, halt irgendwie überlappend zu drucken oder sowas. Da merkt man halt, dass natürlich hier auf der Hose ist es auch nur einmal bedruckt. Das haben wir bei allen Figuren. Es ist halt Standard bei Lego. Die Druckqualität auf den Figuren ist sehr, sehr dünn. Das heißt, wenn irgendwie die Farbe durchscheint, dann liegt es halt daran, dass sie halt so billig wie möglich drucken. Aber es sind City-Figuren, das ist normale City-Figuren-Qualität. Und es sind 6 Stück. Also von daher alles gut. Die Figuren sind noch relativ teuer für City-Figuren. So 3, 4 Euro das Stück bei Bricklink, weil die Händler nicht die Masse bekommen, weil es ein exklusives Set ist. Deswegen bleiben die Figurenpreise noch ein bisschen höher aktuell. Wir sind eben sowieso gut dran. In Amerika kostet es seit $100, 1000 Euro umgerechnet. Und dieses Set hier liegt bei 80 Euro. Es ist einer der seltenen Fälle, wo wir ein bisschen preislich günstiger stehen. Für 100 Euro wäre das natürlich schon wieder noch abstruser, als es so ist. Und jetzt fangen wir mal mit den kleinen Sachen an. Über die freue ich mich nämlich tatsächlich mehr als über diesen, also nennen wir es im besten Fall Bahnsteig. Haltestelle im Nirgendwo, irgend sowas, die Ecke. Also ein Bahnhof ist natürlich allein für eine Definition, das habt ihr mir beigebracht, vielen Dank dafür. Zu einem Bahnhof gehört eine Weiche. Ohne Weiche gibt es keinen Bahnhof. Fertig aus, das ist die deutsche Definition. Das ist also kein Bahnhof. Das ist, wenn es gut läuft, wie gesagt, eine Haltestelle. Das war's, aber ganz ehrlich. Alle sagen Bahnhof dazu. Ich sage auch umgangssprachlich das, obwohl Bahnhof sage ich nicht. Bahnhof muss ein Bahnhof sein, sonst würde es. Egal. Also, ich freue mich. Wir messen mal kurz aus. Wir messen mal kurz aus. Das ist das Highlight für mich an dem Set. 21, 22 cm mit Fahrrad 25. Ihr kennt diese Linienbusse, die hinten die Fahrräder drauf haben. 7 cm, also tatsächlich, jetzt war kein Fopp mehr, kennt ihr das. Ich finde es ja immer mal lustig, bei uns in Frankfurt fahren die nicht rum, weil ich freue mich immer, wenn ich irgendwo einen sehe. 8,5. 23, 24. 5, 6. 10. Ja gut, hier haben wir mal, das Gebäude hat 33 cm auf 22 cm auf so 11. Und jetzt das ganze Ding, wenn ihr es hinstellen wollt, braucht ihr 33 cm und dann auf 71. Alles gemessen, Hightech-Feature, wieder beste Arbeit geleistet. Ah, gucken wir mal hier, schaut mal. Das ist der Bus. Und ich mag Busse. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Ich mag Busse, ich mag Laster. Da gehört es dazu. Wir haben hier die 6er breite Tür. Als Doppeltür, das ist natürlich sehr nett. Wir haben tatsächlich einen Platz, denn hier ist jetzt das Fahrrad, das hier so eingehängt. Ja, es ist eine nette Geschichte und es ist was mich freut. Bin ich doof, das da rauszuholen. Es ist ein gelbes Fahrrad, kein rotes. Das rote ist ja ein Standardfahrrad, das gelbe ist neu. Hier hinten ist der kleine Mechanismus, wo das eingehängt wird. Die Scheiben sind okay, ein paar Kratzer dran, aber es ist das Trans Black, das verzeiht ein bisschen mehr. Die Scheibe hier vorne ist das Teile-Highlight an dem Bus. Ich mag die Farbe davon, das passt alles. Teile-Highlight deswegen, weil diese Scheibe auch in anderen Bussen vorgekommen ist. 7641 zum Beispiel, ganz klassisch, 60154. Das war jetzt der letzte Bus, der als Einzelset verkauft worden ist, war die Busstation mit einem schönen Bus. Der war aber hinten ein Doppelachser und der hatte die normalen Türen noch. Da gab es noch diese 6er-Tür noch nicht, die ihr aus Harry Potter kennt, mit weißem Rahmen. Der schwarze Rahmen ist auch noch ein bisschen teurer und die Trans-Black-Tür auch noch ein klein wenig. Aber was tatsächlich absolut verblüffend ist, und wir haben uns hier schon andere City-Sets angeguckt und die sind ja alle zum Davonlaufen aktuell. Wir haben tatsächlich Platz für 6 Personen.
Ist das der Hammer? Also 6 gelbe Sitze plus Fahrer. Und da vorne seht ihr einen der unglaublich seltenen Prinz in diesem Set. Da. Das hier ist natürlich. Es ist ein Set, wie gesagt, für kleine, kleine Kinder. Das heißt, wir können auf jeden Fall von den anderen Herstellern her den Detailgrad gar nicht erwarten. Es soll möglichst simpel zu bauen sein. Und ich meine, das sind die Dächer. Das ist einfach ein Teil. Da ist nicht mal eine. Das ist nicht mal eine Deko, nicht mal Slopes auf dem Dach. Es ist wirklich. Es ist das absolute Minimum vor keinem Dach. Da lacht ihr jetzt vielleicht? Kein Dach, ja. Schaut euch die Schule an von City. Deswegen, das kann echt alles vorkommen. Und das ist unglaublich minimal. Und es erinnert mich so ein bisschen an diese 90er-Jahre-Busse. Das ist echt, echt ganz, ganz wenig. Und ich weiß nicht, wo man sieht, die Farbe vom. Das ist, soll die gleiche Farbe sein. Ist sie nicht. Aber trotzdem, ich mag den Bus. Ich habe eine Sympathie zu dem Bus, wegen der. Ich mag die Scheibe vorne und ich mag die Sechser-Tür hier und ich finde es schön, dass er 6 Sitzplätze hat. Also damit sind wir schon. Er hat Farbseuche im Inneren, aber es ist ein City-Set. Kleine Kinder. City-Set, kleine Kinder. So, dann haben wir hier diesen Zwei-Wege-LKW. Zwei Wege, weil er auch auf der Schiene fahren kann. Hat aber auch die Reifen. Man kann das hier hochklappen. Also das ist jetzt hochgeklappt. Man kann es aber auch runterklappen. Und dann, seht ihr, schwebt er. Und er fährt dann hier auf den kleinen Räderchen. Der ist hier eingekoppelt. Wie ihr gesehen habt, das löst sich sehr, sehr leicht. Das ist einfach, das ist eigentlich ein Kolben, der in einem Zylinder läuft. Der ist jetzt hier als Kupplung benutzt. Und wir haben hier die Möglichkeit, so ein kleines Körbchen. Damit kann man dann irgendwie hier ein Lämpchen austauschen oder so. Vielleicht auch, naja gut, also wirklich hoch bis zu einer Straßenbeleuchtung kommen wir damit nicht, aber wir kommen irgendwo hin. Hier ist ein bisschen Aufräumzeug dabei. Wir haben leider keine Türen, die man klappen könnte. Aber immerhin haben wir kleine Aussparungen, damit man sozusagen sieht, dass da eine Person sitzen könnte. Die hat aber auch keinen Sitz bekommen, sondern einfach nur Noppen. Hinten ist ein bisschen was mit Jumper Plates gelöst, damit man irgendwo die Eimerchen hinstellen kann, wenn man möchte. Das ist der ganze Wagen. Also wir sind im kleinen Kinderbereich unterwegs. Das merkt man am Design wirklich an sehr, sehr vielen Stellen. Das ist absolut simpel. Und zum Thema absolut simpel, das hier ist der kleine Anhänger dazu. Hier hinten ist aber immerhin das so gelöst, dass man theoretisch noch weitere ranbauen kann, wenn man sie hat. Und das hier ist das Dixie-Klo, was so noch ganz nett aussieht. Drin haben wir auch eine leere Rolle Toilettenpapier und eine benutzte Toilette. Es ist ein sehr geschmackvolles Bauerlebnis. Lustiges Dach und das ist die Deko drumherum. Es läuft echt auf rudimentärem Level. Auf rudimentärem Level. Da war wirklich kein Cent mehr über, um irgendwas noch zu machen. Aber nochmal, wir sind preis-leistungsmäßig, auch wenn hier echt ein paar Sachen sind, wo man sieht, wie hart der Rotstift an diesem Set anlag. Es ist wesentlich mehr drin, als ihr aktuell bei anderen City-Sets für 100 € und mehr bekommt. Auch wenn mit Sicherheit viele sagen, ja, das ist ja unfassbar, was hier weggespart wurde. Korrekt, aber weniger schlimm als bei anderen Sets. Es geht immer nur um den Vergleich und um euer Erwartungshaltungsmanagement. Wenn ihr, ob ich hier schon wieder an mich angelehnt, was ihr für, was ihr denkt, was ihr bekommt, wenn ihr diese Packung zu Hause aufmacht. Jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen, worum es geht. Ich habe keine Ahnung, warum hier ein Bus dabei ist, denn es gibt auch keine Haltestelle für ihn. Hier könnt ihr nochmal seitlich was. Ich weiß es nicht genau. Da ist halt ein Bus. Und wenn einer muss, steht der ganze Bus. Und das hier ergibt ja tatsächlich Sinn. Und nur um es euch zu zeigen, wenn wir hier diese kleinen Hilfen, wir können das dann runterklappen. Ich meine, das ist Spielbett Level 1000. Und das geht dann hier drauf. Das ist super simpel. Und es funktioniert super. Und dann haben wir den da drauf und dann tuckert er hier weiter. Und hier geht es wieder runter. Hochgeklappt. Im Kreis gefahren. Und wieder zurück und wieder drauf. Alle Tagstruktur. Das kannst du stundenlang durchziehen. Finde ich lustig. Kann ich in mein 5-jähriges Ich zurückblicken und sagen, jo, damit wäre ich einen Vormittag beschäftigt. So, dann haben wir das hier.
diese Anlage. Da ist was los. Das ist die. Was war das gleich nochmal? Ich habe es vorhin noch gewusst. Gleiche Ebene. Ach, ihr fragt mich an. Ich müsste mir hier mal so. Ich weiß nicht, irgendwo. Es war auf jeden Fall. Das ist auf gleicher Ebene. Und für mich ist das immer die Unterscheidung gewesen zwischen Unterführung, Überführung oder auf gleichem Level mit dem Gleis. Gab es schon mal bei Lego was anderes? Weil sie sind da ziemlich scharf drauf in ihrer Marketingbeschreibung, wie häufig sie erwähnen, dass das so ist. Ich habe noch nie was anderes gesehen, glaube ich. Aber ist egal. Also das ist auf jeden Fall das Ding. Und da können wir dann die Laster drüber fahren lassen. Aber wieder das Thema, wir haben wieder diese unsäglich dämlichen Straßenplatten von Lego. Und noch einmal, ein 6 Noppen breites Fahrzeug mit Spiegeln ist zu breit für das Lego-eigene Straßensystem. Dass sie beilegen beim Set, in dem ein 6 Noppen breites Fahrzeug mit Spiegel dabei ist. Es ist zu schmal. Und dazu, falls ihr irgendwie doch zu der absoluten Kernminderheit gehört, die diese Platten feiert, ihr bekommt die mittlerweile für deutlich unter 1 Euro pro Stück. Also von daher, ich weiß nicht genau, was los ist. Bei dem Straßenplattenset, glaube ich, sind 4 Stück drin für 20 Euro. Ihr kriegt die für unter 1 Euro das Stück. Deutlich drunter. Also ist überhaupt kein Problem, ist aber auch klares Zeichen, kein Mensch will die. Hier drin, die Drucke sind die gleichen, auch wie bei den Figuren, einmal mit Weiß drüber gehaucht. Das ist eher ein Hellgrau, wie es da drauf ist. Das ist sehr schade. Aber das System, ihr kennt es ja mittlerweile. Ich habe häufig genug was dazu gesagt und was ich davon halte. Dann haben wir diesen Übergang nochmal. Das finde ich sehr nett, dass das hier so gefliest ist. Ich finde, das sieht auch sehr gut aus. Hier sind dann ein paar Slopes angebracht. Ich gucke mal auf meinen Kontrollmonitor, dass das auch alles fein ist. Und das ist dann dieses Schienengleiche. Seht ihr gut, genau. Das hier wird natürlich rucki-zucki dreckig, das ist klar, weil ihr da mit euren Gummireifchen da mal drauf. Ich habe es jetzt 3, 4 Mal gemacht, ich habe überall jetzt die Spuren drauf, aber das ist vollkommen okay, das kennen wir. So, und jetzt kommen wir hier zum tatsächlichen Bahnhofsgebäude. Bahnsteig und das ist die Rückseite. Eine Sache, die mir gleich vorab aufgefallen ist, wenn man sich das anguckt, wir haben hier unten diese Slopes und dann haben wir hier den Bahnsteig. Und ich habe jetzt hier mal den aktuellen Passagierzug am Start. Den ziehe ich da mal drauf. Er muss aber ordentlich springen, um es noch zum Zug zu schaffen. Gute Güte! Also da passt was dazwischen. Wir haben 5 Noppen Spieltiefe auf dem Bahnsteig. Und ich würde sagen, das sind gut 3 Noppen, bis du darüber gesprungen bist. Das ist eine komplette Minifigurenkörpergröße sozusagen. Es ist ein ganz einfacher Fix. Ich schiebe es einfach wesentlich näher dran. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich mag die 4er-Slopes, das sind die 4x2-Slopes schwarz, ich mag die sehr, aber die 4x3 hätten es definitiv getan, möglicherweise sogar die 4x2. Und vielleicht ist das aber der Vorgriff darauf, dass Lego auf 8 Noppen umsteigt. Ich habe mal hier den Disney-Zug am Start. Wenn man den drauf schiebt, ergibt es schon wesentlich mehr Sinn. Ich habe es euch eben zu sehr so gezeigt, gell? Ich gucke nochmal. Also hier, da seht ihr die Breite. Und jetzt mal im Vergleich. Also, das ist einfach nicht schlau, was hier ein Abstand ist. Und ich finde, diese gesamte Anlage ist viel besser für den breiten Zug geeignet. Vielleicht ist das ein Vorgriff darauf, oder ist es dafür gedacht, dass man halt auch die dicken Züge unterbringen kann. Wir gucken uns hier bald mal den Harry Potter Zug an, das Schnäppchen-Set für 500 Euro. Vielleicht können wir das auch mal hier drauf schieben. Natürlich kann maximal ein Waggon von dem Passagierzug hier anhalten, nicht mal die beiden kurzen, die es gibt. Deswegen, das ist, wie gesagt, aber wie lange müsste das Set sein, damit es maßstabgetreu ist irgendwie? Also damit es zusammen ist, geht ja gar nicht. So, also das ist von mir kein Kritikpunkt in irgendeiner Form. Und jetzt gucken wir uns mal das Set an. Teilemäßige Highlights, ich würde gern welche bringen. Ja, da sind wir dabei. Also die geraden natürlich, wir haben 4 Stück in dem Set verbaut, die sind sehr, sehr begehrt, selbstverständlich. Ihr wisst wie immer, es sind viel zu viele Kurven im System, viel zu wenig Geraden. Wir haben hier die Unterseite davon, da seht ihr ein bisschen grün, ich weiß nicht warum grün, aber das ist die schlimmste Farbseuche, die es hier in diesem Gebäude gibt, also ist das für mich völlig akzeptabel. Es ist ein stabiles Set. Die Dachkonstruktion ist immer die gleiche, sie ist aber eigentlich ganz nett. Warte mal, ist das in einem Block? Ne, die haben das sogar miteinander verankert. Boah, da bin ich jetzt fast angetan, dass sie das so gemacht haben. Ich will es euch nochmal kurz zeigen.
Das Konzept ist nämlich bei dem gesamten Dach immer das gleiche. Ist aber nett gemacht. Ihr baut quasi solche Fenster. Und hier unten sind diese Bracket-Elemente dabei. Und die drehen das und damit kann man das dann aufsetzen. Ja? Das sind ja dann hier die Negativnoppen. Und ja, Scheiben sind alle ein bisschen zerkratzt, aber das passt schon. Das setzt man dann hier drauf. Und damit alles miteinander verbunden und ist und stabil bleibt, werden dann hier vorne die Plates mit den Fliesen draufgesetzt. Und dann ist es ein Konzept. Und das ist hier oben durchgehend die gleiche Bautechnik. Und wir haben hier vorne ein paar Bäumchen, das finde ich nett, den kleinen blauen Vogel. Den kennt ihr ja auch schon kräftig und das ist es jetzt. Aber jetzt schaut euch mal den Detailreichtum am Bahnsteig an. Also wir haben den Vogel. Ansonsten ist das eine Noppenwüste vom Allerfeinsten. Da ist ja nichts. Da steht nicht mal irgendwas noch dabei. Weiß ich nicht, ein kleiner Mülleimer oder. Ich meine, da ist auf dem Wagen ist einer, holen wir uns den runter und stellen den da hin. Oder eine Sitzgelegenheit da nochmal, das für zwei Personen, irgendwas nochmal hingepackt. Und auch die Rückseite, guck mal, die Räume sind einfach leer. Da ist nichts und da ist nichts. In der Mitte ist eine Kaffeemaschine, die mag ich allerdings. Ich mag die kleine Kaffeemaschine. Und da liegt ein Croissant mit einem neuen kleinen Windscreen-Element hier. Das ist ein Viererbreites. Ihr kennt das Sechserbreite aus Lux Landspeeder. Das ist jetzt so ein kleines Vierer. Das ist eine ganz kleine Scheibe. Also das ist wirklich der dürftigst ausgestattete Raum, den man sich überhaupt vorstellen kann. Oben ist dann nochmal ein kleiner Kommandostand. Da ist auch nochmal ein Print. Das ist übrigens auch zweigeschossig, das Bahnhofsgebäude. Also es geht hier oben um den Bereich. Das ist der zweite Stock. Ich weiß genau, ganz viele haben mir gesagt, guck dir mal den Bahnhof an, 80 Euro, die haben doch, was da los ist und so weiter. Die haben euch Kunden mal wieder, also euch Konsumenten, mal wieder ganz, ganz nach vorne gestellt in der Prioritätenliste, das ist mir klar. Aber ohne Faxen, auch wenn ich mich wirklich lange lustig machen kann, wie wenig ihr hier bekommt und wie trostlos das alles aussieht. Das hier sieht wirklich sehr trostlos aus, dieser Block. Der ist wirklich sehr, sehr traurig. Da bin ich vollkommen bei euch und das hat. Ach so, hier ist übrigens so ein kleines Ding, dass man Fahrräder hinstellen kann. Das hier ist auch wirklich sehr, sehr armselig, wenn man das so sich anschaut. Aber wir haben 4 Graden. Wir haben diesen Bahnübergang, diesen schienengleichen Bahnübergang, den finde ich sehr schön gemacht. Ich mag auch hier die Schranken. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Ich mag den kleinen hier vorne, den finde ich putzig für Kinder mit Sicherheit mit hohem Spielwert. Das Dixie-Klo sieht halt einfach super schäbig aus. Wirklich also Wahnsinn. Und den mag ich. Auch wenn das Dach turbosparsam ist. Ich mag ihn trotzdem, ich mag auch hinten die Fahrradhalterung, ich mag die Scheiben, ich mag die Türen. 6 Figuren sind auch tatsächlich eine akzeptable Gesamtleistung. Ich finde es schade, dass Amazon den exklusiv hat, den Bahnhof. Ich finde es schade. Das Teil hätte mit Rabatten vielleicht mal 50 Euro runter, einem guten Tag 45, hätte das Ding wirklich, glaube ich, richtig gerockt. Dann wäre echt was los gewesen. Aber Highlight ist definitiv nicht der Bahnhof an diesem Bahnhof, sondern das Drumherum. Definitiv. Das Teil ist echt trostlos, wenn ihr es gebaut habt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, 5-, 6-, 7-jährige Kinder, die halt was für 80 Euro bekommen, haben auf jeden Fall hier, denke ich, einen Spielspaß. Vor allem hier mit dem Ding immer rund im Kreis auf die Schienen drauf und Juche, das passt schon. Es hätte wesentlich schlimmer kommen können. Fassen wir es so zusammen. Es hätte wesentlich schlimmer kommen können. Wir gucken uns aber noch einen anderen Bahnhof an, da bin ich sehr aufgeregt. Wenn alles in meine Videoplanung klappt und glatt geht, kommt der morgen. Und der ist aber da nichts für kleine Kinder. Überhaupt. Nicht mal irgendwas für den Standard-Lego-Kunden. Auf keinen Fall. Der ist Special Interest, aber ich habe mich sehr darüber gefreut. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr habt nette Leute um euch und bis bald.